Leidenschaft. Ohne die geht es nicht, weder privat noch im Beruf. Und ich denke, in jeder Figur gibt es Leidenschaft. Und ich konnte sie sehr ausleben in der Rolle von der Maria Callas im Stück Meisterklasse. Und ich habe das sehr genossen. Am Anfang, als ich wusste, dass ich Maria Callas spiele, hatte ich einfach einen Druck, weil es weiss ja jeder, wie sie sich bewegt hat, wie sie ausgesehen hat, wie sie gesungen hat, wie sie und so weiter. Singen muss ich auch nicht im Stück, das wäre ja ein Verbrechen, wenn ich das machen würde. Aber die Frau hatte so eine Intensität, dass ich dachte, wie bringt man das an? Ich habe es da, wo mich am meisten kennen, weil es das letzte irgendwie war. Ich war im Plan. Ich war 8 Jahre in dieser Serie. Ich habe Tabusinda gespielt, das portugiesische Dienstmädchen. Ich habe es sehr gerne gemacht. Eine Ausländerin bin ich meistens bei Filmen, entweder Italienerin, Portugiesin, Türkin oder Jugoslawin. Sie lachte. Dann putzte sie sich die Nase. Sie hatte einen Schnupfen. Die Kugel traf sie in die Stirn. Es ist die Geschichte von einer Frau, die das letzte Jahrhundert erlebt hat, mit dem schrecklichen Krieg, wo alles überlebt hat, wo die ganze Familie verloren hat. Ich sitze Schiffe. Man sitzt Schiffe für die Toten. Ich sitze im Stück Schiffe. Man sitzt Schiffe auf einem tieferen Stuhl, der Erde nach dem Stuhl, dass man nicht beim Toten ist. Ob für mich wohl irgendjemand Schiffe sitzen wird? Du sitzt eine Woche lang auf einer hölzernen Bank, lachst, weinst, haderst in Erinnerung an die Toten. Du isst viel, quetschst viel und kriegst deinen wunden Arsch. Und das macht dir wieder klar, dass du zu einem Volk, einer Rasse gehörst von wunden Ärschen. Es ist eine Geschichte, wo einer einzelnen Figur einfach eine Weltgeschichte ist, wenn man so will. Der wichtigste Beitrag des Judentums zur Menschheitsgeschichte ist die Kunst, Fragen zu stellen, die sich nicht beantworten lassen. Rose, wo eine schreckliche Zeit erlebt hat, über den Weltkrieg, da überleben, dass die ganze Familie ausgelöscht worden ist, überleben, dass die jüdische Kultur untergegangen ist. Jussel! Ja, wir schliefen miteinander in dieser Nacht, in dieser winzigen Mansarde in Warschau, wo ich endlich frei wurde und endlich eine Frau. Daniel Furter hat eine wunderbare minimalistische Musik komponiert und Srdan Vukasanović hat sie auf dem Akkordeon gespielt. Und es entspricht eigentlich genau dem, wenn ich das ganze Stück empfinde. So alles minimal, wie die Requisiten auch. Und trotzdem, es ist eine ganz grosse Hilfe, die Musik. Sie holt mich niemand hin zurück, sie bringt mich niemand hin, sie unterstützt mich, sie gibt mir eine Verschnaufpause, die ich fast nicht habe. Es hat etwas ganz Schönes, so einen Wald, und es hat etwas ganz Brutales. Und je nachdem, in welchem Licht er ist, für mich ist es wie ein Mahnmal, das Bruno Krüminda gemacht hat. Und ganz wunderbar.